Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobyl Light. Wir befinden uns willkommen zu Chernobyl Light, einer weiteren Folge. Wir befinden uns immer noch auf der auf dem Weg ins Gebäude, wo Gas ausströmt, wo Mikaela, oder wie sie heißt, oder wie er heißt, sein soll. Ich weiß noch nicht genau, wie wir da reinkommen. Denn er sagte, wir brauchen eine Gasmaske dafür. Ich finde gut, dass die Musik hier weggeht und hier wieder da ist. So. Naja, oben war was drin, aber unten, ich glaube, wir müssen unten rein, oder? Oder müssen wir oben rein? Können wir hier einfach... Warte mal, wie schlage ich nochmal zu? Man konnte irgendwie zuschlagen. Das geht nicht. Ich box durch die Tür, aber es passiert nichts. Vielleicht müssen wir doch durch oben, aber da war doch kein Treppenhaus, oder? Treppenhaus sind mir ein Graus. Denn im Treppenhaus, da gehe ich immer raus. Denn da im Treppenhaus, da ziehe ich immer den Schlüpper aus. Denn im Treppenhaus wartet eine kleine Maus. Au! Ja, au! Ja, aber wo kriege ich denn die Gasmaske her? Ich habe keine Gasmaske. Gasmaskenfilter habe ich, aber ich habe keine Gasmaske. Ja, dann muss ich Mikalic noch hier lassen. Dann können wir die Mission nicht machen. Weil ich weiß nicht, wo wir die Gasmaske herbekommen. Das ist natürlich blöd. Das, ja. Pass auf, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hier durch das Portal. Und schauen mal. Самые опасные феномены из всех обнаруженных. Их семена наполнены неизвестным нейротоксином. Пока что неизвестным, профессор. Уверен, мы сможем использовать их в качестве оружия, как только разберемся с химическим составом. Больше всего меня поражает, что они не из нашего времени и пространства. Не с Земли, как бы глупо это ни звучало. Vielleicht finden wir die Gasmaske woanders. So, du hast dich alle Hinweise Fakten der Welt gesammelt. Kannst es am nächsten Abend noch einmal versuchen. Ja, alles klar. Gut zu wissen. Okay. Zuordnung. Verstört. Ja, der soll... Ja, ich weiß nicht, wie ich den seine Psyche noch besser kriege. Tatsache, dass in der Basis ein echtes Chaos ist, senkt die Psyche man ja unglücklich. Okay, akzeptieren, ja. Chaos, ja, was soll ich denn machen? Oha, guck mal da hinten. Das heißt, wir müssen die Base noch ein bisschen ausbauen, aber was soll ich denn hier noch alles bauen für den? Luftqualität. Vielleicht kann ich die Luftqualität noch ein bisschen verbessern, oder? Luftqualität. Minus, plus 5. Plus 20 Luftqualität. Leistungsüberschuss, minus 30. Würde ich hier nochmal hinbauen? Bauen? Kommt vor der Basis plus 12. Nee, minus 12, Entschuldigung.
Luftqualität, Strahlenschutz. Mal gucken, wie wir den Komfort halt quasi verbessern. Plus 3, plus 5. Nee, ein Doppelbett. Da brauchen wir mechanische Teile. Hier, minus 15. Plus 3. Machen wir noch ein paar Betten hier hin. Vielleicht hilft das ja. Jetzt haben wir natürlich nichts mehr, ne? Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen auf Ressourcenfarm gehen. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts mehr, was wir bauen können. Nein. Nein. Baumodus. Drück die falschen Tasten. Nein. F. So. Plus 1. Plus 2. Plus minus 6. Richtig schön hier. Aber können wir schon nicht mehr bauen. Wir müssen noch ein bisschen... Das verbessert aber nicht die... Fass. So, ein Schmuckstück. Ein wahres Schmuckstück ist ein Traum. So, jetzt haben wir 0. Machen wir hier 2 Fässer hin. So, jetzt muss der aber zufrieden sein. Aber immer noch rot. Komfort der Basis. Warum? Der muss doch so langsam mal zufrieden sein dann. Was soll ich denn noch für den bauen? Willst du mich verarschen oder was? Ich baue hier noch ein paar Fässer hin. Bau ja einfach Fässer hin, dann wird er zufrieden damit. Ach, wir sind im roten Bereich, deswegen wird das noch nicht besser. Ach so. Ach so, wir sind im roten Bereich. Wir müssen den roten Bereich erstmal Komfort der Basis aus... Ach, du Heiliger. Das kann doch ein bisschen dauern. Das heißt, wir müssen noch ein paar Ressourcen sammeln. Na dann. Das wird dann noch ein bisschen dauern. Okay. Dann liegen wir erstmal pennen. Kann man nicht viel geschafft. Aber... Gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Guck mal, läuft alles? Ja, läuft alles. Ist jetzt nicht so schlimm, denn wir haben ja noch einen Morgen. Und in dem Morgen werden wir mal gucken, dass wir dort haben keine Sorgen. Wo gehe ich denn hier raus? Hier ist der Ausgang. So. Achso, Dietrich, ne? Ist Bürger Lars. Dietrich hier. Mechanische Teile haben wir nicht mehr. Der nimmt die mechanischen Teile auch aus dem Lager, wenn ich das richtig sehe, oder? Oder? Moment. Jo, nimmt der. Der nimmt tatsächlich die mechanischen Teile auch aus dem Inventar, also aus dem Lager. Das finde ich ja super, das ist gut. Das heißt, die brauchen wir nicht immer ewig im Inventar haben. Einen Revolver wollte ich ja sowieso noch behalten, ne? So für normal. Packe ich mir den mal hier hin. Ah, ein 10er Paket Kugeln reicht. So viel schießen wir sowieso nicht im Prinzip. Im Prinzip reicht ein Stack. Ein Stack 10er Kugeln, dann hier so ein bisschen Schrot und das reicht eigentlich schon. So. Dann packe ich mir die nochmal eben hier schnell auf 2 haben wir die, ne? Genau, da haben wir den normalen Revolver. Genau. So, mein Bester. Dann lass mal gucken. Also, genau, in Schwierigkeiten. Aber wir brauchen erstmal eine Gasmaske. Wo kriegen wir die denn? Probiert Hafen. Sicherheitscode. Zentrum. Medikamentenvorrat. Medizinische Versorgung eingestellt, die immer im Hafen der Pripyat landen sollen. In diesem Teil der Zone passiert derzeit nichts Wesentliches. Es kann auf der Suche nach Ressourcen und Lebensmitteln besucht werden. Das können wir aber machen in den Roten Wald. Und der Dings bleibt immer noch in der Base.
Weil den will ich einfach nicht rausschicken. Das ist mir zu heikel mit denen. Also es ist mir einfach zu heikel. Sorry. Истинное назначение системы Дуга остается неизменным. Бывшие офицеры КГБ высокого ранга утверждают, что Дуга начиналась как военный проект. Но проект Дуга провалился, не работала так, как было запланировано, а проект обошелся почти в 7 миллионов советских рублей. Tag 7, Roter Wald, Nachmittag. Waren wir hier schon mal? Was? Ich hab nicht direkt auf die 2 gedrückt. Weiß ich. Huch! Da laden die Gräser nochmal nach. Gut, wir haben einiges zu entdecken. Wir gehen auf Ressourcenjagd. Deswegen. Gut, es ist Nachmittag, ne? Was soll uns schon passieren? Es ist Nachmittag, es wird uns nichts. Es wird uns nichts passieren. Dieser Wald ist sehr schön. Nee, ich glaube, hier waren wir noch nie, oder? Im Roten Wald. Da hinten ist eine Hütte. Vielleicht finden wir hier die Gasmaske, die wir brauchen. Achso, wir können noch nicht scannen. Jetzt vielleicht. Da ist was zum Sammeln. Ah, wie schön. Oh nein. Oh nein. Ernsthaft? Das glaube ich jetzt nicht, ne? Oha. Warte mal. Oha. Alter! Alter! Jetzt geht's aber hier zur Sache, wa? Puh. Der hat nicht gesessen, der Schuss vorhin. Ich meine, ich hätte da hinten gerade was rumlaufen sehen. Bin mir nicht sicher. Alter! Was geht denn hier ab? Ich habe nicht mehr viel Leben, ne? Ich nehme mal so eine... Kann ich benutzen? Mit F. Ja, Lebensenergie wieder fast voll. Okay. Da müssen wir aber jetzt hier sehr vorsichtig sein. Gut, dass wir die Shotgun noch dabei haben. Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun. Die rettet uns teilweise manchmal echt den Arsch. Wenn wir so ein bisschen alles im Auge behalten. Da ist ein Fragezeichen, da gehen wir mal hin. Gegend abscannen, nicht vergessen. Wir sind ja auf Ressourcenjagd. Alter, die waren... Also rot sind... Also dieser rote Markierer, wenn uns Gegner sehen, sind quasi diese Viecher. Und gelb sind Soldaten. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne. Ich hab... Oh, die können im Boden verschwinden. Oh, die können sich teleportieren. Alter, wie gemein. Treffe ich den? Alter! Lad nach! Okay, jetzt hätte ich doch ein bisschen mehr Munition gerne, muss ich tatsächlich sagen. Das ist nicht so schön. Wir haben keine Muni mehr für die Flinte. Fuck, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das wird natürlich jetzt ein bisschen... Ich hoffe, das war der junge Mann, der da gerade im Boden ging. Wir sollten...
unweit auf jeden Fall schauen, dass wir ganz schnell Munition bekommen. Vielleicht finden wir irgendwo welche. Schauen wir mal. Hier geht's nicht rein in die Hütte. Hier oben ist auf jeden Fall das Fragezeichen. Hier ist noch Pilze. Hallo? Pilze! Ah, ist das schön hier. Erinnert mich gerade ein bisschen an SnowRunner, muss ich sagen. Ah, muss ich auch echt mal wieder weiterspielen im Stream. Okay. Okay. Gut. Oh, Munition. Ein Segen. Ein Segen. Hallo? Hallo. Ich würde gerne speichern. Mhm. Eine Lebensmittelration, Kassen, aber ansonsten nichts von Belang, würde ich sagen. Eine Tür, die nicht offen geht. Okay. Ich glaube, das war das erste Fragezeichen gerade, die Erinnerung. Oh, warte mal, hier ist offen. Aha. Oh, da gibt's was. Und Pilze. Da lasse ich mich ruhig ein bisschen verstrahlen. Ist mir egal. Ich dachte, ich hätte da gerade was gesehen. Aha. So, mechanische Teile. Dann gehen wir mal in die Richtung. Oder die. Ah, die beiden würde ich... Weil hier oben ist, glaube ich, nur noch Händler. Weiß ich was anderes. Ich glaube, zwei Händler oder so. Ich würde erstmal... Soldat. Aber wo? Wo? Da hinten. Ich sehe ihn. Er müsste da stehen, genau. Ja, steht da. Jetzt steht er nicht mehr. Lage checken. Hallo? Hat niemand gehört. Oder? Hm? Okay. Wenn ins Gebäude kommen, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ich will den jungen Mann einmal looten. Der hat bestimmt... Der hat bestimmt Munition dabei. Oh, da ist noch jemand. Das hat er nicht mitgekriegt. Nein, das hat er nicht mitgekriegt. Nein, wie soll er auch? Oh, da sind noch zwei... Oh, da sind noch zwei weitere. Hallo. Na? Wieso sieht er mich? Der kann mich hier gar nicht sehen. Vielleicht doch. Ist der hingerannt jetzt, der eine? Bleibst du mal stehen? Komm, bleib mal. Hä, wer sieht mich denn da? Oder ist da noch ein dritter? Ah, ja, okay. Kann der mal bitte stehen bleiben? Ich habe Angst, jetzt hier die Ecke zu treffen von dem Kasten, wo wir uns hinter verstecken. Komm, bleib doch mal stehen. Shit. Und der andere verschwindet wieder hinter dem Gebäude, ne? Тупая работа. Работка было гораздо лучше. Работка, работка. Работка, работка, mache ich dich jetzt weg. Mal gucken, ob der andere kommt. Na, komm schon. Mann. Das funktionierte gerade nicht. Ich muss schnell weg hier. Bevor der andere kommt. Was macht der denn da für einen Gruß? Was ist mit dem denn? Oh. Puh.
Ernsthaft? Und spratelse. Ist jetzt nicht sein Ernst, ne? Ich wollte nur in die Lage checken. Was war der denn? Hi! Hi, Mann! Alles gut, oder was? Komm, wir machen High Five! High Five! Hi, High Five! High Five! Nix mehr! Oh. So, ich wollte auch gucken, ob wir ins Gebäude kommen und so alles und tralala, aber irgendwie... Ja, das ja, ist lieber Arm ab als Arm dran, ne? Nee, lieber Arm dran als Arm ab. So. Aber in dieses Gebäude kommen wir, glaube ich, nicht. Oder vielleicht doch, wenn wir einen Dietrich hätten? Einen Bürger Lars? Verdammt! Mist. Oh, was ist das denn? Mechanische Teile. Na, guck mal einer an. Gut. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, wo wir den erledigt haben da. Das müsste irgendwo... Ich glaube, da liegt, ne? Okay. Bisschen mehr Action jetzt diesmal, ne? Es wird actionreicher, das Spiel. Ne, hier liegt er nicht. Wo liegt er denn? Wo ist er denn hingelaufen? Hallo? Der junge Mann war doch hier so elegant unterwegs. Den werde ich im Gras niemals wiederfinden. Ich finde den nicht. Das ist ein Baumstamm. Ah, warte mal. Ah, hier. Hier liegt er. Oh. Entschuldigung. Ich glaube, es zieht ein Sturm auf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das Auto hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Ja, ich glaube, ich habe in meiner Vermutung recht. Je weiter wir voranschreiten, was die Mission angeht und tralala, desto schlimmer wird das hier. Ah, ich will noch alles erkunden. Hallo? Da komme ich gar nicht dran. Das ist unter der Erde. Pfui. Da komme ich gar nicht dran. So, hier ist noch was. Können wir hier auch hin oder ist hier nur mal so? Ich frage für einen Kollegen. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Militärbasis. Okay, da kommen wir aber nicht rein. Sieht aus, als hätte sich hier jemand verbarrikadiert oder so. Gut. Wir gucken zum anderen Fragezeichen, was da ist. So ein schönes Wetter hier und dann auf einmal stürmt das wieder. Der hat aber, glaube ich, nicht mehr geweint. Aber ich nehme mal den sein Medipack ab. Der hat das jetzt nicht mehr nötig. Der braucht das nicht mehr. Ich habe den von dieser Last erstmal befreit. Der braucht das nicht mehr, der junge Mann. Der ist quasi befreit. So, wir haben alles, ne? Bis auf da die... Die Händler. Aber die sind jetzt, glaube ich, jetzt nicht so toll. Gibt es noch was zu entdecken? Die Hütte würde ich jetzt, glaube ich, nochmal gucken. Das Areal ist, glaube ich, jetzt nicht so groß, ne? Oder? Da bauen wir Dietrich. Aber haben wir leider nicht. Das könnte ein Händler sein. Schlosser? Schlosser. Der Schlosser könnte uns eventuell Dietriche geben. Komm, wir gucken mal. Vielleicht kommen wir dann hier rein, in die Hütte. Vielleicht handelt der ja. Schauen wir mal.
Ist der in der Bahn oder wo ist der? Im Zug waren wir auch noch nicht im Abteil, ne? Komm ich gar nicht rein. Nee. Keine Chance. Der muss hier irgendwo sein, der Schlosser, ne? Hallo? Ah, hier. Moin. Hallo, Freund. Handeln. Dietrich, für eine Lebensmittelration. Ja, nehme ich. Ich hoffe, wir brauchen nur einen, Dietrich. Ansonsten hat sich das jetzt gar nicht gelohnt. Oh, warte mal. Oh. Wir brauchen unbedingt mal so eine Flair. Hier, Flair, weißt du doch, weißt du, Flair. Brauchen wir einen Dietrich oder zwei? Wenn es jetzt zwei sind, ist doof. Dann, blöd. Dann richtig kacki. Hallo, wo war denn der Eingang? Das war hier vorne, glaube ich, oder? Hier. Ja. Hallo, Freunde. Ich komme mit Rationen. Das war's? Wie enttäuschend. Das war's schon gewesen? Ich bin enttäuscht. Ein Stückchen Brot und ein bisschen Krimskrams. Ich bin mega enttäuscht. Ich bin mega enttäuscht. Das war ja nichts, war das ja. Da, wisst ihr was? Ich heile mich einfach mal, obwohl ich eigentlich die 5 drücken wollte. Aber egal, dann sind wir wenigstens geheilt. Ne? Und da gehen wir doch durch die Tür. Я же говорю, она совсем с ума сошла. Тише, Анна, пожалуйста. Видишь ли, Танюша, мы все думали, что ты станешь скрипачкой, как я. Или балериной. Ох, это ужас какой-то. Такой талант спустить на физику. Gut. Ja, ich weiß, der Oliver verliert so langsam, der ist total verstört. Der verliert tatsächlich so langsam sein... Der verliert so langsam sein Kopf und alles. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt erstmal die Rationen verteilt und würde sagen, soll es das erstmal gewesen sein für die Folge. Es bleibt spannend. Auf jeden Fall auch das mit dem Rückblick, was wir hatten und so. Das ist sehr, sehr spannend. Ich bin echt gespannt, wie es vor allem auch weitergeht. Und das solltet ihr auch tun. Denn in der nächsten Folge geht es weiter mit Chernobyl Lightning. Dann seid ihr auch wieder mit am Start. Und da würde ich mich freuen. Also, bis dann. Tschüss.